Spider-Man war in zahlreichen Filmen und hunderten von TV-Folgen zu sehen. Und viele Schauspieler haben die Chance bekommen, den kultigen Spinnenmann darzustellen. Hier ist ein Blick auf die bekanntesten Versionen von Spider-Man im Fernsehen und in Filmen, sowie auf die Schauspieler, die sie gespielt haben, geordnet vom schlechtesten bis hin zum besten. Es ist nicht Nicholas Hammonds Schuld, dass sich kaum jemand an die kurzlebige Fernsehserie Amazing Spider-Man aus den späten 1970er Jahren erinnert. Er hatte einfach nicht viel, womit er arbeiten konnte. Da es keine Superschurken und nur einige bekannte Gesichter aus den Comics gibt, fühlt sich Hammonds Darstellung der Figur weniger wie ein Superheld und mehr wie ein normaler Typ in einem roten Overall an. Die Amazing Spider-Man wurde auf CBS zusammen mit der Unglaubliche Hulk ausgestrahlt. Aber während sich letztere Serie als Hit entpuppte, der die Figur über Jahre hinweg definierte, sollte Amazing Spider-Man nur eine Fußnote in der langen Geschichte von Spider-Man bleiben. Spider-Man Unlimited war ein Versuch, die Zeichentrickserie der 90er Jahre über ihr Ablaufdatum hinaus zu verlängern, indem man Spider-Man neu besetzte und ihn auf eine düstere, alternative Erde schickte. Reno Romano tut sehr wenig, um der Figur seinen eigenen Ausdruck zu verleihen und bemüht sich stattdessen, genau wie sein Vorgänger Christopher Daniel Barnes zu klingen. Sein Kostüm, das von den Spider-Man 2099 Comics inspiriert ist, sieht zwar cool aus, hätte aber wahrscheinlich besser in eine echte Spider-Man 2099 Zeichentrickverfilmung gepasst. Paul Soles als Spider-Man klingt so, wie die Menschen in den 1960er Jahren einen Superhelden erwarteten. Was bedeutet, dass seine Stimme ein wenig tiefer ist als die Darstellungen von Peter Parker, die wir heute kennen. Soles tut sein Bestes, um in die Rolle zu schlüpfen. Aber es ist klar, dass dieser erste Spider-Man-Cartoon, der von 1967 bis 1970 lief, nicht sehr an einer guten Charakterisierung interessiert ist. Diese Version von Spider-Man ist heute vielleicht am besten als Star vieler animierter GIFs in Erinnerung geblieben. Die Spider-Man-Zeichentrickserie von 1981 ist keineswegs schlecht. Die Animation ist für die damalige Zeit solide und es kommen viele Bösewichte aus den Comics vor, die noch nie im Fernsehen zu sehen waren. Ted Schwartz leistet bewundernswerte Arbeit, indem er diese Version von Spider-Man zum Leben erweckt und der Rolle mehr Individualität verleiht als die meisten anderen vor ihm. Das Seltsame an dieser Serie ist, dass sie sofort von einem anderen Spider-Man-Cartoon überschattet wurde. Spider-Man and His Amazing Friends, die am selben Tag Premiere hatte, zeigt mehr Marvel-Helden und eine stärkere Hauptrolle von Dan Gilvezan. Die beiden Serien zeichnen sich auch durch nahezu identische Animationsstile und Charakterdesigns aus, was zu einem verwirrenden Seherlebnis führen kann. Zum Bedauern von Schwartz ist dies eine Serie, die viele vergessen haben. Boy, some days it hardly pays to be a lovable superhero. Spider-Man hatte sein erstes Live-Action-Debüt in The Electric Company, einer Bildungsserie aus den 1970er Jahren, die auf PBS lief. Dieser Spider-Man spricht nicht und erscheint nie ohne Kostüm, aber seine einfachen Abenteuer und leicht zu beschreibenden Handlungen sind das perfekte Mittel, um Kindern grundlegende Sprach- und Mathematikkenntnisse zu vermitteln. Die Serie hat auch viel Spaß daran, die Comic-Ästhetik zum Leben zu erwecken, indem Danny Segrin oft von Comic-Panels eingerahmt wird und mit Hilfe von Sprechblasen spricht. Das ist natürlich ein Trick, um Kinder zum Lesen zu animieren, aber es gelingt mit viel Spaß und Persönlichkeit. Zugegeben, das ist schon ein bisschen seltsam. Im Jahr 1990 spielte Spider-Man die Hauptrolle in einem kurzen Werbefilm über Kindesmissbrauch, der an Schulen und Bibliotheken verteilt wurde. Hier gibt es keinen grünen Kobold oder Mysterio, sondern nur einen Vater, der seine Tochter schlägt und eine Gruppe von Kindern, die sich an Spider-Man um Hilfe wenden. Spider-Man erklärt ihnen, dass Gewalt niemals die Lösung sei und empfiehlt ihnen eine Hotline, die sie anrufen können. Spider-Man hat hier nicht viel zu tun, da das Hauptaugenmerk auf den Kindern liegt, aber er wird von dem erfahrenen Synchronsprecher Greg Snegoff hier als Gregory Snow gut dargestellt. Er erinnert an den Zeichentrickfilm Spider-Man aus den 80er Jahren und was noch wichtiger ist, er strahlt eine gewisse Wärme aus, wenn er sich mit den betroffenen Kindern unterhält. Er wirkt wie ein Erwachsener, dem man vertrauen kann, was sowohl perfekt für diesen Zeichentrickfilm ist, als auch genau das, was Spider-Man sein sollte. Mit der Zeit und einer oder zwei Spider-Verse-Fortsetzungen könnte dieser Spider-Man der Zukunft auf dieser Liste viel weiter oben stehen. Immerhin hat Spider-Man 2099, alias der Genetiker Miguel O'Hara, eine ganz eigene Fangemeinde. Obendrein wird er von dem unglaublich beliebten Oscar Isaac aus Star Wars und Ex Machina gesprochen. Das Problem ist natürlich, dass er in Spider-Man Into the Spider-Verse kaum vorkommt und nur in der After-Credit-Szene des Films zu sehen ist. Es macht Spaß, ihn zu sehen, wie er ein berühmtes Meme aus der Spider-Man-Serie der 60er Jahre nachstellt, doch es ist ein unglücklicher Anfang für Miguel. Wir können nur hoffen, dass er in Spider-Verse 2 eine größere Präsenz haben wird.
Zwei große Dinge stören an Spider-Man The New Animated Series von 2003, einer reiferen Umsetzung der Comics, die ausgerechnet auf MTV ausgestrahlt wurde. Der erste ist die Animation, die 2D-Cartoons mit 3D-Computermodellierung auf unglaublich unbeholfene Weise kombiniert. Zweitens, jedes Mal, wenn Neil Patrick Harris Version von Spider-Man spricht, fällt es schwer, sich nicht Doogie Howser oder Barney Stinson unter dem rot-blauen Anzug vorzustellen. Harris war damals keine schlechte Wahl für Spider-Man, aber es ist schwierig, ihn heute als Peter Parker zu akzeptieren, wenn seine Stimme als musikalischer Fernsehstar so bekannt geworden ist. Von allen Spider-Man-Zeichentrickfilmen seit den 60er Jahren ist dieser wahrscheinlich am schlechtesten gealtert. Alle lieben Miles Morales, den modernen Teenager-Spider-Man, der 2011 von Brian Michael Bendis und Sarah Picelli für Marvels inzwischen eingestellte Ultimate-Comics-Reihe geschaffen wurde. Selbst als die Ultimate-Reihe eingestellt wurde, konnten Miles und seine Nebenfiguren dank seiner Popularität und der einzigartigen Note, die er der Spider-Man-Reihe verleiht, überleben. Leider hat es nicht so gut funktioniert, ihn in die Spider-Man-Zeichentrickserie von 2017 zu bringen. Anstatt aus einer alternativen Dimension zu stammen, ist diese Version von Miles, gespielt von Naji Jeter, nichts anderes als ein Schulfreund von Peter Parker, der seine eigenen Kräfte erlangt und sein eigenes Kostüm anzieht. Als er zum ersten Mal in Aktion tritt, wird er als schlampiger und übermäßig enthusiastischer Held dargestellt, der anfangs einen sehr schlechten Job macht. Peter muss als Trainer und Mentor fungieren, obwohl er ungefähr in Miles Alter ist. Die ganze Geschichte fühlt sich aufgesetzt an und raubt Miles Morales viel von dem, was ihn zu einer so fesselnden Figur macht. Gwen Stacy ist in den Comics seit 1965 ein Teil der Geschichte von Spider-Man. Doch erst vor kurzem hat sie ihre eigenen Superkräfte erhalten. Der Welt ist sie als Spider-Woman und ihren Freunden als Spider-Gwen bekannt. Seit sie 2014 zum ersten Mal den weiß-rosa Anzug anzog, ist die Netzschwingerin ein Publikumsliebling. Die Gwen Stacy der Spider-Man-Serie von 2017 leidet jedoch unter einem ähnlichen Problem wie Miles Morales. Sie ist eine Schulkameradin von Peter und nicht die wichtigste Spinnenpersönlichkeit in ihrer eigenen Welt. Leider wirkt diese Version von Gwen weniger wie eine eigene Superheldin und mehr wie ein weiterer Spidey-Sidekick. Vielleicht wollte die Serie die Einführung eines Multiversums vermeiden, weil Into the Spider-Verse bereits in Produktion war. Aber sowohl Spider-Gwen als auch Miles Morales fühlen sich infolgedessen wie billige Imitationen ihrer Spider-Verse-Inkarnationen an. Dennoch gibt die erfahrene Synchronsprecherin Laura Bailey ihr Bestes mit dem Material, das ihr gegeben wurde. Lego-Produktionen sind dafür bekannt, dass sie sich stark an der Vorlage orientieren. Der Film Avengers neu montiert aus dem Jahr 2015 kam jedoch vor Spider-Mans erstem MCU-Auftritt in Captain America Civil War heraus. Ohne Tom Hollands Auftritt als Lego Peter Parker ist diese Plastikversion von Spidey im Vergleich zu seinen Gegenstücken, die nicht aus Klemmbausteinen gemacht sind, ein wenig generisch. Dennoch gibt Ben Diskin sein Bestes in der Rolle, so wie er es auch in der Rolle des Flash Thompson in der Spider-Man-Serie 2017 tut. Nachdem das MCU seinen eigenen Spider-Man eingeführt hatte, musste sich die Lego-Figur allerdings ein wenig weiterentwickeln, um mitzuhalten. Cole Howard ist ein erfahrener und talentierter junger Synchronsprecher. Und seine Arbeit in Lego Marvel Avengers aus dem Jahr 2020 passt auf jeden Fall zum Thema Klimakrise. Und sicherlich auch zur Figur von Peter Parker. Es ist jedoch ziemlich klar, dass Howard die Rolle bekommen hat, weil seine Spider-Man-Stimme sehr ähnlich klingt wie die von Tom Holland. Howards Spider-Man kommt zwar etwas jünger und viel alberner rüber als Hollands Live-Action-Darstellung, doch die Ähnlichkeit ist dennoch unverkennbar. Für Lego Marvel Avengers, das im Grunde die Filme aber alberner und auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet ist, macht Cole Howard genau das, was für die Rolle nötig ist. Wir ordnen die drei Spider-Kids aus dieser Disney Junior-Serie nicht einzeln, sondern als Gruppe ein, denn ehrlich gesagt sind diese Versionen nicht unterschiedlich genug, um ihre eigenen Beiträge zu rechtfertigen. Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde richtet sich an Kinder im Vorschulalter, was bedeutet, dass alle scharfen Kanten ziemlich abgeschliffen sind. Das heißt natürlich nicht, dass es eine schlechte Serie ist. Jede Folge besteht aus zwei kurzen Abenteuern, in denen das Spidey-Team gegen ähnliche alte Superschurken antritt und Lektionen über das Teilen und so weiter lernt. Zu den Schurken gehört ein wirklich großartiger weiblicher Doc Ock, der im Grunde eine kleine Mädchenversion von Catherine Hahn aus Into the Spider-Verse ist. Give it up, Doc Ock! You can't handle the Spidey Team! But can you handle the might of Gigantopus Squishy? Was die Charakterisierung anbelangt, ist in einer Serie wie dieser allerdings nicht viel los. Das Spidey-Team wird von echten Kindern gesprochen, und zwar von sehr talentierten, was der Serie eine einzigartige Energie verleiht. Für eine Kinderserie könnte diese sicherlich viel schlechter sein. Aber es ist nicht der Ort, an dem erwachsene Fans auf der Suche nach großartigen Darstellungen von Spider-Man und seinen Freunden sind.
Der allererste Spider-Man, der in Spider-Man Into the Spider-Verse vorgestellt wird, ist der Peter Parker von Miles Morales Erde, der von dem absurd charismatischen Chris Pine gesprochen wird. Er ist der große Held von New York und im Grunde der perfekte Spider-Man. Im Gegensatz zu allen anderen Versionen von Peter Parker hat er sogar blondes Haar, um ihn als buchstäblichen Goldjungen zu kennzeichnen. Das Problem ist jedoch, dass sich ein makelloser Spider-Man überhaupt nicht wie ein Spider-Man anfühlt. Der ganze Sinn der Figur besteht darin, dass er ein Held mit Fehlern ist und dass bei ihm nie etwas richtig zu laufen scheint. Dieser Spider-Man ist aber nicht im Film, um sein eigener Charakter zu sein. Er ist da, um ein idealisiertes Bild zu vermitteln, das mit dem unerfahrenen Miles und dem ungeschickten Peter B. Parker kollidiert. Und wenn man ihn zum perfekten Superhelden macht, wird die Tragödie seines Todes noch größer. Zumal er ein Vermächtnis hinterlässt, dem Miles gerecht werden muss. Obwohl das ursprüngliche Spider-Man-Noir-Comic, aus dem diese Version von Peter Parker stammt, eine ziemlich ernste Geschichte ist, ist die Version von ihm, die in Into the Spider-Verse auftaucht, im Wesentlichen eine eintönige Spaßfigur. Dennoch ist er dank vieler großartiger Sprüche und einer makellosen Gesangsleistung des unvergleichlichen Nicolas Cage eine extrem lustige Spaßfigur. Sometimes I let matches burn down to my fingertips just to feel something, anything. Oh. Spider-Man Noir klingt nicht nur wie ein perfekter, knallharter Detektiv, er sieht auch extrem eindrucksvoll aus, komplett in schwarz-weiß Raster in einer farbenfrohen Welt gerendert. Wenn er in Spider-Verse 2 wieder auftaucht, könnte es interessant sein, ihn ein wenig besser kennenzulernen. Aber selbst wenn nicht, sind wir immer noch unglaublich froh, ihn in Aktion gesehen zu haben. Die japanische Live-Action-Fernsehserie Spider-Man aus dem Jahr 1978 hat in den USA Kultstatus erlangt, auch wenn sie in den USA nie offiziell veröffentlicht wurde. Sie wurde von der Toei Company produziert, die später auch die Mighty Morphin Power Rangers schuf und Spider-Man mit einer ähnlichen Tokusatsu-Atmosphäre versah. Shinji Todo spielte Spider-Mans Gesicht und Stimme, während Hirofumi Koga einen Großteil der Auftritte im Inneren des Spinnenschutzanzugs übernimmt. In dieser Serie ist Spider-Man ein Motorradfahrer namens Takuya Yamashiro, der seine Spinnenkräfte durch ein super Armband vom Planeten Spider erhält. Meistens macht er das, was auch der amerikanische Spider-Man macht: Wände hochklettern, Netze spinnen und so weiter. Aber als echter Tokusatsu-Held hat er auch einen Rennwagen und einen riesigen Roboter namens Leopardon. Die Serie macht eine Menge Spaß und sowohl Todo als auch Koga machen ihre Sache gut, aber sie entfernt sich ziemlich weit von Spider-Man, wie wir ihn kennen. Penny Parkers SPDA ist ein weitaus stromlinienförmigerer und spinnenartiger Mech als Leopardon und ist nicht annähernd so groß, aber er hat viel mehr Persönlichkeit. Außerdem wird er von einer echten Spinne gesteuert, die mit der jungen Penny, gespielt von Kimiko Glenn, eine psychische Verbindung hat. Gemeinsam sind sie die Spinnenhelden eines New Yorks im Jahr 3145, das irgendwo im Spider-Verse existiert. Penny und SPDA sind inspiriert von japanischen Mecha-Animes wie Neon Genesis Evangelion und Gundam. Obwohl Penny nicht allzu viel Charakterentwicklung erfährt, ist sie ein großartiges Beispiel dafür, wie weit eine Spinnenheldin von der Standardvorlage, die wir immer wieder gesehen haben, abweichen kann. Sie sorgt auch für einen emotionalen Höhepunkt im Endkampf, als SPDA sich opfert, um Penny zu retten. Glücklicherweise kann sie ihren Spinnenfreund aus dem Inneren des Mechs retten, sodass sie hoffentlich in der Lage sein werden, sich nach der Rückkehr in ihre eigene Dimension wieder zusammenzufinden. Von allen Nebenfiguren in Spider-Man Into the Spider-Verse ist Spider-Ham bei weitem der albernste. Aber das ist auch gut so, denn darum geht es ja gerade. Spider-Ham ist im Grunde eine Looney Tunes-Figur, bis hin zu seiner Silhouette, die an Schweinchen Dick erinnert. Er beherrscht sogar die Cartoon-Physik, was ihn zu einem der unberechenbarsten Kämpfer macht, die das Spider-Verse zu bieten hat. What are you? Some kind of silly cartoon? Das Aussehen von Spider-Ham auf dem Bildschirm unterscheidet sich von der ursprünglichen Comic-Version der Figur, die 1985 in Peter Parker The Spectacular Spider-Ham die Hauptrolle spielte. Dort ist er etwas ernster und arbeitet mit anderen tierischen Rächern wie Captain America und Iron Mouse zusammen. In Into the Spider-Verse sorgt die Albernheit von Spider-Ham jedoch für einige der witzigsten Momente des Films, vor allem dank der fantastischen Stimme des Komikers John Mulaney. 2017 stand in den Köpfen der Fans bereits fest, wie ein jugendlicher Peter Parker klingen sollte. Und Robbie Damon trifft es genau. Abgesehen davon fühlt sich jedoch nicht viel an dieser Version der Figur frisch oder neu an. Der Spider-Man von 2017 ist eine solide, fesselnde Zeichentrickserie, aber das hat es alles schon gegeben. Es macht Spaß zu sehen, wie sich Spider-Man mit anderen Marvel-Helden wie Iron Man, Black Widow und dem Hulk zusammentut. Aber den Handlungssträngen mit mehreren netzschwingenden Charakteren fehlt der Funke, der sie in Into the Spider-Verse unvergesslich machte. Manchmal hat man das Gefühl, dass das Gewagteste an dieser Spider-Man-Inkarnation die Art und Weise ist, wie sein Gürtel nicht ganz an der Vorderseite seines Kostüms befestigt ist. Dennoch, wenn ihr eine solide Spider-Man-Stimme sucht, könnt ihr mit Robbie Damon nichts falsch machen.
In den Anfängen der Superheldenfilme des 21. Jahrhunderts, Jahre vor dem MCU, schlüpfte Tobey Maguire in diese Rolle. Für Sam Raimis Spider-Man und seine Fortsetzungen brachte er sich in Topform, behielt aber das charmant alberne Gesicht bei, das Peter Parker für Zuschauer jeden Alters zu einer sympathischen Figur machte. Auch wenn er nie ganz so kindlich wirkt, wie es für einen Spider-Man am Anfang seiner Karriere sein sollte, sieht er doch jung genug aus, um einen Teenager zu spielen. Auch wenn er bei Produktionsbeginn schon Ende 20 war. In den emotionalen Szenen ist Maguire immer ein wenig überdreht, aber das macht er mit witzigen Sprüchen und tollen Tanzeinlagen wieder wett. Er ist definitiv ein solider Spider-Man, aber nichts, was man sich auf die Fahne schreiben sollte. Der ultimative Spider-Man war vom ersten Tag an umstritten. Zum einen ersetzte er die beliebte Spectacular Spider-Man-Serie, die aufgrund von Problemen mit den Rechten an den Figuren eingestellt wurde, nachdem Disney Marvel im Jahr 2009 aufgekauft hatte. Einige Fans waren sogar noch verärgerter, als Drake Bell, bekannt aus Drake und Josh, für die Stimme der Titelfigur engagiert wurde, da sie erwarteten, dass diese Version der Figur auf ein jüngeres, weniger reifes Publikum ausgerichtet sein würde. Sieht man jedoch einmal von der schlechten Publicity ab, ist Bell ein ziemlich guter animierter Spider-Man. Er hat ein hohes Maß an Albernheit und Spaß, wie es bei Spider-Man immer der Fall sein sollte. Aber er kommt auch in den düsteren Momenten durch, die einen emotionaleren Peter Parker erfordern. Obwohl diese Version von Spider-Man vielleicht nicht die gleichen begeisterten Kritiken bekommen hat wie der Peter Parker in Spectacular Spider-Man, macht Bell seine Sache auf jeden Fall gut. Das größte Problem mit Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man ist, dass er immer zu alt für die Rolle aussah. Garfield hätte vielleicht einen guten erwachsenen Peter Parker abgegeben, wenn das Drehbuch ihn so geschrieben hätte. Aber ein fast 30-jähriger Mann in der Rolle eines gemobbten Highschool-Schülers ist so schwer zu verkaufen, dass man nie davon wegsehen kann. Dennoch hat Garfields Darstellung des Wandkrabblers einiges zu bieten. Er sieht im Anzug gut aus, sein komödiantisches Timing ist auf den Punkt und seine Chemie mit Emma Stones Gwen Stacy sorgt für eine der besten romantischen Geschichten, die die Spider-Man-Welt zu bieten hat. Garfield war ein guter Spider-Man in der Übergangsphase, aber nicht gerade der Typ, der im Marvel Cinematic Universe am besten funktioniert hätte. Für viele Jugendliche war Christopher Daniel Barnes die wahre Stimme von Spider-Man in ihrer Kindheit, da er die Rolle von 1994 bis 1998 bei Fox Kids spielte. Diese Spider-Man-Serie ist zwar etwas ungeschickt gealtert, aber sie war die erste Spider-Man-Fernsehserie, die sich auf die Geschichten der Comics stützte und Figuren wie Venom und sogar den Punisher den Samstagmorgen-Zuschauern vorstellte. Diese Serie spart sich die Ursprungsgeschichte für den Titelsong auf und beginnt mit Peter Parker, der bereits auf dem College ist und als Freiberufler für den Daily Bugle arbeitet. In diesem Kontext ist Barnes perfekt in der Rolle und schafft den Spagat zwischen den Witzen und dem emotionalen Gepäck, die beide so zentral für Spider-Man sind. Mit ihrer soliden Charakterisierung und ihren langen Handlungsbögen ist diese Serie eine der besten Darstellungen des erwachsenen Peter Parker, die man finden kann. Für alle, die schon etwas älter sind, ist Dan Gilvezen der Spider-Man der Jugend. Er spricht den an der Wand krabbelnden Helden in Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde, einer Serie, die das Marvel-Universum von 1981 bis 1983 zum Leben erweckte. Gilvezen war eine feste Größe im Zeichentrickfilm der 1980er Jahre, auch bekannt durch seine Rollen als Bumblebee in Transformers und Cooler in Pound Puppies. Sein Spider-Man hat die Leichtigkeit, die frühere Versionen der Figur vermissen ließen, wirkt aber dennoch geerdeter als sein alberner Freund Iceman, gespielt von Frank Welker. Dieser Cartoon mag nach heutigen Maßstäben ziemlich albern wirken, aber es war das erste Mal, dass sich Spider-Man wirklich wie der Spider-Man anfühlte, den wir heute kennen, und das ist schon etwas wert. Obwohl sie in der Zeichentrickserie von 2017 nicht so richtig in Schwung kam, bekam Spider-Gwen zum Glück ihre Chance, als eine der zahlreichen Spinnenleute zu glänzen, die in Into the Spider-Verse zu sehen sind. Als einzige Spinnenheldin ihrer Welt wurde diese Inkarnation von Gwen Stacy durch den Tod ihres besten Freundes Peter Parker motiviert, New York City zu beschützen, bevor sie in ein extradimensionales Wurmloch gesaugt wurde. Trotz des holprigen ersten Eindrucks wird Gwen zu einer engen Freundin von Miles und trotz eines Hauchs von romantischer Spannung ist nichts zu gezwungen oder zu kitschig, um von den gewagten Heldentaten abzulenken. Was die Spinnenleute angeht, ist Spider-Gwen eine der besten. Während Miles neu im Spiel ist und Peter B.'s glorreiche Tage hinter ihm sind, ist Gwen in der Blüte ihrer Superheldenkarriere. Sie ist anmutig, stark und immer hilfsbereit, wenn es darauf ankommt. Hayley Steinfeld liefert eine herausragende stimmliche Leistung als Gwen mit der perfekten Mischung aus jugendlichem Enthusiasmus und mühelosem Können. Sie ist nicht unbedingt Spider-Man, aber was die Spinnenleute angeht, ist sie eine der besten.
Peter Parker war schon immer ein bisschen ein Trauerkloß, aber Peter B. Parker aus Into the Spider-Verse hebt das auf ein ganz neues Niveau. Seit mehr als 2 Jahrzehnten ist er der Held von New York, doch die Jahre haben ihren Tribut gefordert. Er geht auf die 40 zu, ist pleite, hat sich von seiner Frau Mary Jane getrennt und hat ein deutliches Bäuchlein zugelegt. Er ist der natürliche Schlusspunkt von Peter Parkers Pechsträhne und das genaue Gegenteil des Spider-Man, mit dem Miles Morales aufgewachsen ist. Als er jedoch erkennt, dass es an ihm liegt, den jungen Miles in der Kunst des Netzschwingens zu unterrichten, entdeckt er den Helden wieder, der er im Grunde schon immer war. So hat man Peter Parker noch nie gesehen und in den meisten Fällen würde er auch nicht funktionieren. Aber in Spider-Man Into the Spider-Verse ist er perfekt, witzig und letztlich rührend. Jake Johnson, Star der Fernsehserie New Girl, ist die perfekte Wahl für die Stimme dieser Version der Figur und gibt eine überraschend nuancierte Vorstellung. Er ist vielleicht nicht der beste oder mächtigste Spider-Man, aber er könnte der liebenswerteste sein. Spectacular Spider-Man wird von vielen als der perfekte Spider-Man-Zeichentrickfilm des 21. Jahrhunderts angesehen und als einer, der aus frustrierenden Gründen viel zu früh endete. Die Serie lief 2 Staffeln lang von 2008 bis 2009 und wurde für eine 3. Staffel in Betracht gezogen, als Disney Marvel aufkaufte und die Fernsehrechte an Spider-Man zurückerwarb, wodurch die von Sony produzierte Serie in der Schwebe blieb und nicht fortgesetzt werden konnte. Spectacular Spider-Man versetzt Peter Parker zurück in die Highschool mit einer einzigartigen neuen Designästhetik, die perfekt passt. Der Synchronsprecher Josh Keaton spielt diesen jugendlichen Spider-Man mit der Ernsthaftigkeit eines Kindes, das versucht, sein Bestes zu geben und er hätte es nicht besser machen können. Es ist nur schade, dass wir nicht mehr von ihm sehen konnten. Obwohl es sich um den 3. Live-Action-Spidey innerhalb eines Jahrzehnts handelt, war Tom Hollands Darstellung von Peter Parker von dem Moment an ein Fanfavorit, als die Welt zum ersten Mal sah, wie er das Vibranium-Schild im Trailer zu Captain America Civil War stahl. Im Gegensatz zu Maguire und Garfield hat Holland jedoch das authentische Aussehen und Gefühl eines verunsicherten Teenagers, dem alles über den Kopf gewachsen ist. Die echte Jugendlichkeit und Naivität von Hollands Darstellung von Peter Parker steht in perfektem Kontrast zu den erwachsenen Helden des Marvel Cinematic Universe, insbesondere zu Iron Man. Tony Starks Mentorschaft für Peter verleiht beiden Figuren eine ernsthafte emotionale Tiefe, wie es keine andere Version von Spider-Man getan hat. Spider-Man ist zwar eine Figur, die von Tragödien geprägt ist, aber kein anderer Schauspieler hat die rohen Emotionen von Peter Parker so gut eingefangen wie Holland, wie wir in einem der emotional erschütterndsten Momente des MCU gesehen haben. I don't wanna go. I don't wanna go, sir, please. Please, I don't wanna go. Hollands Peter Parker ist ein unbeholfener, aber charismatischer junger Held, der seinen Platz in der Welt erst noch finden muss und versucht, das Leben eines Musterschülers mit dem eines Superhelden in Einklang zu bringen. Obwohl er ständig seine eigenen Fehler ausbügeln muss, kommt er als unerfahren rüber, ohne jemals inkompetent zu wirken, und am Ende von Far From Home ist er ein Held geworden, auf den Tony Stark stolz sein würde. Abgerundet wird all dies durch ein technisches Wunderwerk von einem Kostüm, das Spider-Man die Möglichkeit gibt, ausdrucksstärker zu sein als jede andere Live-Action-Version von ihm zuvor. Details wie diese, in Kombination mit Tom Hollands überragender Leistung, sorgen für den besten Peter Parker außerhalb der Comics selbst. Mit Verlaub ist Miles Morales der Spider-Man der Zukunft und das gilt für alle Versionen von Peter Parker. Er ist energisch, er ist künstlerisch und als Sohn eines schwarzen Vaters und einer puerto-ricanischen Mutter repräsentiert er das sich verändernde Gesicht Amerikas im bestmöglichen Licht. Als jemand, der in Spider-Mans freundlicher Nachbarschaft aufgewachsen ist, muss Miles nach dem Tod von Peter Parker in seiner Welt in ziemlich große Fußstapfen treten. Doch mit der Hilfe seiner Familie und einem halben Dutzend anderer Spinnenfreunde gelingt es Miles, seine Fähigkeiten zu entdecken und der Held zu werden, den seine Stadt braucht. Es ist jedoch nicht nur sein Hintergrund, der Miles Spider-Man einzigartig macht. Seine Unsichtbarkeits- und Venom-Fähigkeiten machen ihn schließlich zu einem gefürchteten Gegner für Bösewichte wie Kingpin. Trotz all der Spinnenleute, die in Into the Spider-Verse auftauchen, ist die beste in erster Linie die Geschichte von Miles. Und genauso wie es der beste Spider-Man-Film aller Zeiten ist, zeigt er, dass Miles das Potenzial hat, der beste Spider-Man zu werden. Es ist sicherlich hilfreich, dass er von Shameik Moore aus The Get Down gesprochen wird, der die Figur makellos verkörpert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Miles in der Live-Action sehen, ob er nun Peter Parker ersetzt oder an seiner Seite arbeitet. Miles Morales ist die Zukunft von Spider-Man. Und die Zukunft ist vielversprechend. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblings-Marvel-Helden. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.